Wer von euch hat auch so einen langjährigen Weggefährten in Pelzform? Diese flauschigen Begleiter sind nicht nur süß, sondern auch unsere Lebenskameraden durch dick und dünn. Und wenn wir wollen, dass sie mit uns gemeinsam alt werden, dann müssen wir uns um sie kümmern, besonders wenn die grauen Schnurrhaare langsam sichtbar werden. Mein Name ist Dr. Gundula Glossner und wenn ihr wissen wollt, welche spezifischen Bedürfnisse Seniorkatzen haben und was ihr tun könnt, um sie optimal zu versorgen, bleibt einfach dran. Zuerst einmal, Liebe und Aufmerksamkeit stehen an erster Stelle. Je älter die Fellnasen werden, desto mehr brauchen sie davon. Indem ihr zusätzlich ihre spezifischen Bedürfnisse in Bezug auf Ernährung, Bewegung und tierärztliche Vorsorge versteht, schafft ihr die besten Voraussetzungen, um euren pelzigen Freunden ein glückliches und gesundes Leben im Alter zu ermöglichen. Sprechen wir über das Thema Ernährung. Ältere Katzen sind Feinschmecker, also gebt ihnen das Beste. Achtet auf hochwertiges, leicht verdauliches Futter mit einem extra an Antioxidantien für die Immunpower. Und vergesst nicht, regelmäßig das Gewicht zu checken, damit eure Katze immer top in Form ist. Auch Bewegung ist im Alter wichtig, aber nicht mehr so wild wie in jungen Jahren. Bietet ihnen Spaß beim Spielen, Klettern und Kratzen, aber bitte ohne akrobatische Höchstleistungen. Passt die Aktivitäten an die körperlichen Möglichkeiten eurer Mieze an und sichert gefährliche Bereiche ab, um wilde Stürze zu verhindern. Und was ist mit einer tierärztlichen Vorsorge? Vorbeugen ist besser als heilen. Selbst wenn eure Katze noch so quietschfidel ist, gönnt ihr regelmäßige Check-ups und plant individuelle Gesundheitspläne für eure Katzenoma oder euren Katzenopa. Impfungen, Zahnkontrollen und Blutuntersuchungen sind der Schlüssel, um altersbedingte Krankheiten frühzeitig aufzuspüren. Mein Tipp: Kümmert euch frühzeitig um eine angemessene Absicherung. Viele Katzenkrankenversicherungen können nur in jüngeren Jahren abgeschlossen werden. Damit euren Liebsten die Chance auf eine Gesundheitsversorgung auch im Alter nicht verwehrt bleibt, informiert euch rechtzeitig über eure Möglichkeiten. Denn sollte eure Katze im Alter tatsächlich mal erkranken, sollten finanzielle Einschränkungen nicht die Diagnostik und Behandlung beeinflussen. Zu guter Letzt, haltet die Augen offen. Kleine Veränderungen können große Geschichten erzählen, besonders bei unseren erfahrenen Katzenfreunden. Hier kommen 4 Warnsignale, die ihr nicht übersehen solltet. Passt auf, dass eure Katze nicht plötzlich zunimmt oder ein paar Gramm zu viel verliert. Beobachtet eure Katze aufmerksam. Gibt es plötzlich neue Hobbys oder soziale Abstinenz? Ein schwindender Appetit oder plötzlicher Durst sollten auf eurem Radar blinken. Wenn eure Katze beim Kauen zickt, könnte ein Zahnproblem dahinter stecken. Bei Verdacht auf gesundheitliche Probleme heißt es, schnell handeln. Ab zum Tierarzt für eine genaue Diagnose. Mit rechtzeitiger Intervention könnt ihr viele Alterszipperlein effektiv behandeln. Lasst eure pelzigen Freunde in ihrer Seniorenzeit richtig aufblühen und genießt die gemeinsamen Jahre in vollen Zügen. Und noch ein letzter Gedanke zum Schluss. Viele Katzen können mit guter Pflege eine erstaunlich hohe Lebenserwartung haben. Daher sollten wir auch älteren Tieren aus dem Tierheim eine Chance geben. Mit liebevoller Fürsorge und Aufmerksamkeit können sie noch viele wundervolle Jahre bei uns verbringen. Auch ältere Katzen haben viel Liebe und Freude zu geben und verdienen ein liebevolles Zuhause. Bis zum nächsten Video.